Ob die alten Dinger überhaupt noch funktionieren? Ein erster Test muss sein. Zunächst machen wir eine akustische Messung von dem Lautsprecher, um festzustellen, ob alle Lautsprecher komplett zusammen funktionieren und spielen. Und um weitere Fehler womöglich herauszufinden und zu sehen, machen wir eine Nahfeldmessung, bei der der Pegel jedes einzelnen Lautsprechers aus der Nähe erfasst wird. Die Lautsprecher sind zwar noch halbwegs funktionstüchtig, aber in einem desolaten Zustand. Es gibt viel zu tun. Zuerst wird der Lautsprecher fachgerecht auseinandergenommen. Es gibt keinen perfekten Lautsprecher. Das ist wirklich für das Empfinden, Hörempfinden, wie jemand hört, welche Musik er hört, wie die räumlichen Bedingungen zu Hause sind. Der eine mag Lautsprecher, die so groß sind wie Kühlschränke, der nächste will Lautsprecher, die so klein sind wie Schuhkartons. Das hat also alles eine persönliche Vorliebe letztendlich. Das ist der Mitteltontreiber, der hat auch schon erste Oxidationsspuren am Anschlussstück im Aluminium, was ein Indiz dafür ist, dass der Lautsprecher viel Feuchtigkeit gesehen hat. Die Sicke ist spröde, eine flexible Dichtung, die das Gehäuse zur Membran eigentlich luftdicht abschließen soll. Die muss also runter und die Ränder müssen gereinigt werden. Lässt sich sagen, dass die Japaner vielleicht in vielerlei Hinsicht versucht haben, viel filigraner zu arbeiten, teilweise viel dünnere Materialien verwenden als die zum Beispiel amerikanischen Lautsprecher. Was auch regelmäßig kommt, ist Carbon. Und Carbon ist natürlich extrem einfach zu reinigen, weil ich eine äußerst stabile Membrane habe, die eigentlich nur mit Alkohol behandelt werden muss. Und die Sicke kann dann nahezu rückstandsfrei entfernt werden. Jetzt würde ich zum nächsten Schritt übergehen und die Sperrschicht aufbauen. Da benutze ich einen Leim, der auch aus dem Instrumentenbau kommt, der einem Knochenleim sehr ähnelt. Der wird extrem hart, was ja der Akustik in dem Fall sehr zugute kommt. Im Lauf der Zeit ist das Papier der Lautsprechermembran durch Sauerstoff und UV-Strahlung ausgeblichen. Für die Optik schwärzt Thoren sie neu ein. Außerdem verschwinden so auch die Klebespuren. Danach kommt die Farbe zum Trocknen unter das Rotlicht. Das Tolle an meiner Arbeit ist, dass ich jeden Tag komplett neue Aufgaben habe. Es sind alle möglichen Schadensbilder, ganz viele verschiedene Lautsprecher, wo keiner dem anderen Lautsprecher gleicht, als auch die Schadensbilder. Eine Sickling-Reparatur ist natürlich, nennen wir es mal 0815, aber es gibt immer wieder kleine Fehler, die, wenn sie jetzt nicht behoben werden, große Folgen später haben können. Und sich das alles zu merken und all die Lautsprecher, die man früher mal in Vitrinen gesehen hat, in Schaufenstern gesehen hat, jetzt hier auf dem Tisch haben zu können, das ist einfach phänomenal. Die neue Sicke ist angebracht. Jetzt geht's dem Mitteltontreiber an den Kragen. Das ist der Mitteltontreiber mit dem oxidierten Flanschstück. Passiert nicht selten, dass die Oxidation dann auch bis zum Diaphragma durchfällt, durch das Metallsieb, was da drin ist. Deshalb muss er aufgemacht werden, um ihn zu reinigen. Im nächsten Schritt würde die Oxidation vorne am Flansch entfernt werden. Im ersten Schritt schabe ich sie ab und später wird sie dann nochmal weggeschliffen und die Fläche poliert.
Das Flanschstück glänzt wieder wie neu. Dazu kommt noch eine Dichtung, die mit einem Lasercutter maßgefertigt wird. Der Mitteltontreiber erzeugt Schall, einfach gesagt Lautstärke. Der hier hat über die Jahre aber die nötige Magnetkraft verloren und muss nun neu magnetisiert werden. Schaut unspektakulär aus, hat aber große Auswirkungen. Das Innenleben der Lautsprecher ist wieder voll funktionsfähig. Die Endreinigung und der Zusammenbau stehen aber noch an. Und Thoren hat noch einen wertvollen Tipp. Eine Gummisicke auf keinen Fall mit Gummipflege, weil auch in der Gummipflege sind Silikonöle drin, die das Gummi geschmeidig machen sollen. Die unterwandern aber die Verklebung, was dann wiederum dazu führt, dass sich diese Verklebungen ablösen mit der Zeit. Mitteltöner, Hochtöner und Bass werden eingebaut. Auf dem Graph können wir sehen, dass unsere Reparatur geglückt ist, dass der Mitteltöner magnetisiert wurde, im mittleren Bereich wieder eine ähnliche Lautstärke hat wie der Hochtöner, hier im rechten Bereich, der Bass ist vollkommen überhöht, hängt mit unseren Räumlichkeiten zusammen, vollkommen normal. Im Großen und Ganzen war das eine erfolgreiche Reparatur. Wir hatten die eine oder andere Überraschung, als wir die Treiber zerlegt haben. Aber jetzt ist alles wieder mit den Originalteilen in den Originalzustand versetzt worden. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.